Oh, hallo, komm rein. Hallo und herzlich willkommen zu einem brandneuen Video hier auf meinem Kanal. Und zwar heute zeige ich euch meine versprochene Roomtour vom Hotelzimmer. Ja, was soll ich jetzt sagen? Es ist recht teuer. Das kostet pro Person pro Nacht 264 Euro ohne Frühstück. Das ist schon mal ziemlich happig, aber man muss bedenken, es ist mitten im Zentrum von Berlin am Alexanderplatz, richtig? Ja. Genau, er nickt schon. Auf jeden Fall, ich würde sagen, wir fangen an. Ja, vorab, ich muss mal sagen, guck mal, wie komisch das hier ist. Das ist so ein komischer Griff. So, kann man auch abschließen. Ja. Hier ist auf jeden Fall ein Spion. Ja, also so, auf jeden Fall, das Licht ist ganz gut für Fotos, glaube ich. Den Boden finde ich nicht so schön. Auf jeden Fall, ich würde sagen... Balenciaga. Genau. Mir. Balenciaga. Balenciaga. Gib mir Balenciaga. So, auf jeden Fall, hier ist das Badezimmer. Also, hier ist auf jeden Fall das Badezimmer. Hier richtig nice. Ich kann es nicht lassen. Auf jeden Fall richtig cool. Das ist ganz okay, Handtuch. Auf jeden Fall hier, das ist richtig geil. Hier hat man eine Fußbodenheizung, die kann man ein- und ausschalten, einstellen, wie warm die sein soll. Das hier weiß ich nicht. Irgendwo kann man hier, glaube ich, ja, Lautsprecher. Man kann hier irgendwie Musik hören, keine Ahnung wie. Auf jeden Fall hier ein Föhn. Du musst vorne auf Anruf. Ach so. Also richtig nice. Das hier ist Shampoo. Hier haben wir verschiedene Sorten auf jeden Fall. Also nicht schlecht. Hier auch. So, auf jeden Fall, hier sind Gläser, falls mein Mund ausspülen will, Handtücher, Mülleimer und hier ist auf jeden Fall die Dusche. Also, ja, kann man hier auf und zu machen und natürlich reingehen und duschen. Das ist auf jeden Fall cool, das ist eine Regenwalddusche, das heißt, man kann hier, ja, es kommt halt überall Wasser irgendwie runter. Jetzt kommen wir auch direkt zur Toilettentür, die auch gleichzeitig die Tür hierfür ist. Gönnt euch mal zu. Ja, also hier, kann man das irgendwie, ja. Das Problem ist hierbei, man kann das irgendwie nicht abschließen. Warte, warte. Warte. Das ist irgendwie nicht ganz. Mach mal auf. Sollte nicht sein. Auf jeden Fall ist hier die Toilette. Gönnt euch mal, hier ist ein Spiegel. Und da ist ein Spiegel. Und hier sieht man sich auch. Hier Gott sei Dank nicht. Auf jeden Fall, ich frage mich, wofür sind diese. Wofür sind hier die Beutel? Hä? Alles klar. Auf jeden Fall, hier kann man jetzt abschließen. Drück mal ein bisschen ran. Hä? Digga, ist zu tief. Ja. Ja, Digga, das, oh, das kann doch nicht sein. Auf jeden Fall ist ganz nice hier. Hier kann man auf jeden Fall ein paar Sachen reinstellen. So, auf jeden Fall, jetzt zeige ich euch das Hauptzimmer. Also, komm mal mit. Hier ist wieder ein Spiegel. Hier kann man Jacken hinhängen. Das hier finde ich mega geil. Also sieht gut aus. Also hier kann man auf jeden Fall sich gut hinschillen zum Sitzen. So kann man sich zuschauen, wie man sitzt. Ja, auf jeden Fall hier sind die Zimmer. Die Betten haben wir erstmal auseinandergeschoben. Test bestanden. Super. Ah, das tut aber ein bisschen weh. Aber was ich sagen muss, die sind auf jeden Fall hart. Auf jeden Fall, was ist das? Ich gut. Boah, Digga. Hoffentlich ist das auch die einzige. Ja, das ist auch eine Kakerlake. Eine riesengroße. Die mit dem Gelb. Ha! Witzig! So, auf jeden Fall, ich habe hier jetzt eine Spalte geschaffen. So, ganz geil, hier ist eine Minibar. Da werde ich auf jeden Fall nichts rausnehmen, weil das kostet echt bestimmt. Boah, ich wollte schon was rausnehmen. Bestimmt viel zu viel. So, auf jeden Fall, hier ist jetzt wieder so ein richtig geiles Bild. Hier ist eine Kaffeemaschine, hier ist ein Telefon. Wem gehört denn das? Die Chips hast du vergessen. Die biologischen Chili-Chips. Wo waren die drin? Hier. Boah, ich dachte, Minibar hätte jetzt ja schnell wieder zurücklegen müssen. Hey, auf jeden Fall hier. Rausnehmen, aber wieder rein. Nee. Das ist hier so ein Dings. Da sind so Sensoren drin. Nach einer bestimmten Zeit lösen die aus und dann muss man das kaufen. Wusstest du das nicht? Doch, ich schau auf alles. Hey, sonst kannst du doch alles rausessen. Nee, sonst kannst du alles rausessen und kannst es billig gegenüber bei Netto wieder einkaufen. Deswegen, das ist alles safe. Warum machst du das immer? Auf jeden Fall, hier ist jetzt ein Fernseher, richtig nice, ein Sessel, hier ist meine Ecke, ja okay, mach auf, die Decken sind hier richtig hoch, also das ist schon mal mega geil, plus, hier ist ein Fernseher, hier kann ich anrufen, das ist ein Fernseher, Digga, ich sag einfach, hier ist ein Fernseher, auf jeden Fall, hier ist ein Telefon, eine Nachtlampe, ist euer größer? Ja, viel größer. Lol, auf jeden Fall, jetzt gönnt euch mal diesen Ausblick, ich zeig's euch, okay, jetzt bin ich hier, ich weiß nicht, ob ihr sehen könnt. Es ist einfach ein scheiß Innenhof. Geht das Fenster auf? Ja. Hier ist es einfach ein Innenhof, mehr ist das nicht. Gar nichts, nur ein Innenhof. Also richtig tot. Und die haben einfach das gleiche Zimmer, so gleicher Preis.
aber gönnt euch mal diesen geilen Ausblick. Bei uns ist nur so richtig scheiße, hier auch Apple-Werbung, da soll mal ein Plakat von mir sein. Hier ein bisschen Straße, also richtig geil. Zeig mal eure Toilette, du. Ja, zeig mal Toilette. Die Toilette ist übrigens genau auch so. Auch genau das gleiche eigentlich. Genau, ja, das kommt so vor irgendwie, keine Ahnung warum. Ist auf jeden Fall geil. Ey, ihr könnt die Betten auseinanderschieben. Wisst ihr das Geile? Man kann diesen Tisch verschieben. Wie schon mal dran gedacht, dass sie das nicht wollen. Wollen die aber nicht. Ach so, okay. Lol, also deren Zimmer sind einfach irgendwie geiler. Gleich, aber geiler, oder nicht? Und deren Aussicht. Deren Aussicht und die Ansammlung. Also wie das so positioniert ist. So ganz anders irgendwie. Wir haben so einen ekligen Innenhof. Hier ist unser Zimmer, ne? Mhm. Oh, ist das eklig. Ach ja, da oben. Lol. Ist das ein Scheiß. Ah, da haben wir echt. Ja, ich schaue auf alles. Ich schaue auf alles, das ist anders. Viel irgendwie. Kleiner. Das ist, ja, genau. Und die Aussicht halt. So, das war's auch mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt eine positive Wert. Abonniert den Kanal und nächstes Mal zu verpassen. Und ciao.